Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir holen uns gerade unseren Fiffi und versuchen zum Boss mit ihm zu gelangen. Beziehungsweise zu der Anfangstür von diesem Dungeon. So Fiffi, komm mal mit. Reicht mal wieder nicht. Jetzt aber komm. Komm, komm, komm. Es fehlt noch eine Geisterseele, ansonsten haben wir alles. Leicht geschafft, also. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das geht. Hier ist nämlich voll im Weg, Junge. So, jetzt aber. Ah ne, das geht nicht, weil es in die andere Richtung muss. Super, jetzt steht er mir wieder im Weg. So, Fiffi, wir gehen nämlich jetzt nach unten. Und noch einmal. Boah, war das knapp. Du darfst jetzt auch Spinnen töten, wenn du willst. Ach so. Wenn man alle tötet, kommt man da wahrscheinlich raus. Das war das, was am Anfang passiert ist. Naja, da fliegt die Wege jetzt schon, ne? Kurz noch mal raus. So, wie kommen wir jetzt da raus, Leute? Ach, Da ist noch eine. Ja, jetzt geht das nämlich weg. Okay. Sehr schön. So, es gibt hier noch diese Geisterseele. Moment. Das war doch hier irgendwo. Da, genau. Die hätte ich jetzt ganz gerne. Boah, da war knallhart das Gewicht im Weg. Was zur Hölle. Die hatte keine Chance. Die wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Nice, Geisterseele gefunden. Sehr schön. So, wo muss der Fiffi hin? Der muss darüber. So, wir sind jetzt in der dritten Etage. Wir haben es bald. Auf in die zweite. Die zweite wird ja wohl nicht so schwer sein. Das war halt der Anfang, ne? Und da ist er wieder aufgetaucht. Relax. Fehlt immer so schwarz wird. Aha, wie komme ich denn jetzt hier raus? Alter, was ist das? Das ist keine Capture Card Fehlfunktion oder so. Das ist das Spiel, ey. Das ist so übel. Nervt nur ein bisschen. So, hier gibt es auch keine Truhen oder so. Einfach mitkommen, los. Putz. Und da rein. Moment, warte mal, vorher. Ne, passt alles. Okay.
Jetzt gehst du in die erste Etage, mein Freund. Und ich gehe da natürlich auch hin. Oh, er steht schon perfekt in der Mitte, das ist sehr schön. Dann haben wir es geschafft, Leute. Endlich. Kurzer Tempel, aber trotzdem viele Parts verbraucht. Nicht, weil ich hing oder so. Ich hing eigentlich nie. Wüsste jetzt nicht, wann. Das mit der Waage dauert halt ein bisschen. Aber man muss halt ewig lange hoch und so. Aber so von den Aufgaben her ist es gar nicht so schlimm. Im sechsten Tempel eigentlich viel zu leicht, ehrlich gesagt. Der siebte wird hoffentlich schwerer. So, endlich kommen wir hier durch. Auf zum Boss. Oh, oh, oh. Einfach hüpfen. Ja, muss ich sogar. Okay. Ah, kacke, ey. Ganz viele Fallen. Super! Okay, jetzt kann ich mich auch wieder dahin stellen. So, wo ist das Gewicht denn hin? Dahin, ich sehe es schon. So, hier. Dieser eine Millimeter, dein Ernst? Okay, okay. So, jetzt muss ich hier durch. Und muss den wohl wieder weg machen. Tatsächlich. Rätsel gelöst und da ist der Boss. Supi! Sehr schön! Spaß an der Freude. Dann würde ich sagen, das schaffen wir noch dicke. Auf zum Boss! Mal schauen, was der so hat. Der Stahlfossritter, den fand ich gut. Der war schön schwer. Ja, mal sehen, ne? Oh. Ja, Spinne hat man ja noch nicht in diesem Dungeon. Amok. Goma, so rum. Ja, Goma, das, die kennt man auch schon aus anderen Teilen. Ich glaube, das ist bei OOT der erste Boss. Ein Deko-Baum. So, was jetzt? Ah, ich sehe. Zack! Das ist ja geil. Oh. Oh, wo ist er? Da. Oh, die kackt. Na lecker. Na lecker. Gesinde. Jetzt wissen wir auch, wo die ganzen kleinen Mini-Spinnen herkommen. Oh.
Und Nummer 2 in die... Das muss so wehtun, ey. Was zur Hölle? Weil man kann sogar während des Strahls ins Auge ballern. Kackt schon wieder. Bin los. Das ist doch nur verschwendete Lebenszeit. Die können doch nichts. Wo? Direkt auf mich gestürzt, vor lauter Freude. Und down! Das war viel zu einfach. Was ein schlechter Boss. Und allgemein ist die Idee cool. So, wo ist mein Herz? Was? Oh. War es doch noch nicht? Okay. Das war's dann aber doch. Oh Mann, die Szene, ey. Ja, die hat was, die hat was. Ich find sie gar nicht übel. Ach ja, meine Spiegelscherbe, genau. Also gut, wir haben jetzt 3 Spiegelscherben. Fehlt nur noch eine. Link, du hast doch dieses Monster gesehen, oder? Die böse Kraft, die in diesem Scherben steckt, ist immens gefährlich. Kann sein, dass wir da etwas ziemlich Schreckliches sammeln. Vielleicht müssen wir am Ende die Welt auch vor diesem Übel befreien. Weiß ich nicht, Midna, weiß ich nicht. Also Link, beeilen wir uns mit der Suche. Jetzt müssen wir nur noch diese Stadt in den Wolken finden. Dieses Kumula, wo die letzte Scherbe sein soll. Richtig, richtig. Genau. Und das hier suche ich noch. Der nächste Herzcontainer. Damit haben wir 16. Bleiben noch 4 Herz. So, bist du sicher, dass du weggehen kannst? Ja. Wir können. War schon, ja klar. Easy, easy. Wieder 32 Stunden, 33 Stunden verdattelt. So, da wären wir wieder. Lasst uns mal zurückgehen. Du, 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 du. So, ich sehe noch 2 Statuen. Gleich mal gucken, was da ist. Ah, eine Geisterseele, ne? Ja, nehmen wir natürlich mit. Wir können jede Geisterseele gebrauchen. Sehr schön. Nur als die Geisterseele. Die Karte. Wäre die 5. von 6. Eine gibt's hier irgendwo. Wo genau, das weiß ich nicht. Aber wer hat die Augen offen halten? Vielleicht irgendein Part dann damit beginnen. Wie immer. Das passt immer ganz gut, den Part bei einer Geisterseele zu beginnen. Dann muss man nämlich in dem Part nicht 10 Minuten danach suchen oder so. Kann ja manchmal ziemlich lange dauern, ne? Das seht dann immer auf der Karte, wo das ist, und es passt dann auch. So, den Sekt habe ich schon mitgenommen. Ah. Tempel. Nee, Herzteil. Wieder das erste. Nice. Bleiben nur noch. Ja. Jawohl. Ein neues Herzteil. Fast wieder 200 Rubis. Fast.
Okay. Ob wir alle Stempel machen, weiß ich gar nicht. Das wird mir das erste Let's Play, glaube ich, zu viel. Weil wir sind schon bei 72 Parts. Das ist 71. Geisterseelen und Insekten auf jeden Fall. Also, ob es wirklich 100% ist. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gute Arbeit, mein Freund. Wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Es ist der Kopierstab, den du im Schrein gefunden hast. Aber das Ding ist schon ziemlich alt. Wahrscheinlich hat es seine magische Kraft inzwischen verloren. Ach, was soll ich nur tun? Dabei dachte ich, wir könnten endlich in die Wolken zurückkehren. Hätte ich nur den Zauberspruch nicht vergessen, mit dem man die Magie des Stabs wiedererwecken könnte. Da kann man wohl nichts machen. Vielleicht sollte ich zunächst die Statuen suchen, die auf den Kopierstab reagieren. Also gut, so werde ich es machen. Also dann, ich bin schon auf dem Weg. Bis bald. Okay, das ist wahrscheinlich Anspielung auf das, was wir jetzt machen sollen. Oh, hey. Was hat die denn jetzt mit dem Kopierstab gemacht? Die ist weg. Schätze, dieses blöde Teil ist nur ein weiteres nutzloses Item in unserem Gepäck. Viel wichtiger ist, was sollen wir als nächstes tun? Hast recht, Herzteile, Geisterseelen, Stempel und dann in die Wolken. Genau, so machen wir es. Die letzte Spiegelschärpe ist ja in den Wolken. Wenn man es schaffen würde, diesem Kopierstab seine Zauberkraft zurückzugeben, könnte er vielleicht doch zu etwas Nutze sein. Jo, den kann ich jetzt überhaupt nicht mehr benutzen. Ja, scheiße. Gut, erstmal hier lang. So, muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwas finde, was man hier machen kann. So spontan. Ich bin, hohoho. Ja, da war noch was. So. Hier brauche ich meinen Kreisel. Alles klar, dann nehme ich den doch mal. Ich hoffe, wir haben das nicht schon gemacht. Keine Ahnung. Oh. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Du erhältst den Stempel Hylianisch X. Geilo, wieder ein Stempel. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir mal, was wir jetzt in dem Spiel so machen können. Vielleicht noch ein paar Geisterseelen und ein bisschen Story. Irgendwie muss es ja in die Wolken gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Sehen wir uns bald wieder bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Tschüssi.